Wenn wir natürlich Gelehrte zitieren, die einige Ansichten hatten von anderen Theologieschulen wie Ar-Razi oder Ibn Ashur selbst oder Al-Qurtubi, dann heißt es ja nicht, dass wir nichts von denen lernen dürfen, sondern wir nehmen das Richtige und lassen das Falsche. Also, wir waren stehen geblieben bei diesen Gelehrten, die vielleicht Fehler hatten in der Aqidah. Es ist überhaupt nicht die Methode von Ahlus Sunnati wal Jama'a, dass wir sagen, okay, wir nehmen nichts mehr von denen. Sowas gibt es nicht. Denn es gibt keine unfehlbaren Gelehrten. Und wir hatten ja über Mujahid, oder war das Qatada, Qatada gesprochen, rahimahullah, der etwas von Al-Qadr hatte. Ja, der hatte ein paar Ansichten in Al-Qadr. Und trotzdem gehört er zu den größten Tabi'in überhaupt. Das war gang und gäbe. Und deswegen, barakallahu fikum, jene Fanatiker, die dir sagen, boah, guck mal, du darfst nichts mehr von dem nehmen, das ist ein Anzeichen dafür, dass er überhaupt nichts verstanden hat. Die Gelehrten sagen dir, guck mal, das Zitat ist richtig, das Zitat ist falsch.